Ja Leute, was geht ab? Mein Name ist Ratun und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Zweitkanal. Ich weiß, es ist schon ein bisschen länger her mittlerweile, aber ich habe wieder was richtig Nices für euch. Ihr habt es wahrscheinlich im Thumbnail schon gesehen. Und zwar neue Scheinwerfer für die Yamaha Raptor. Aktuell sind noch die verbaut, die ich von AliExpress bestellt hatte. Die neuen sind übrigens auch von AliExpress. Kennt ihr, ne? Also hier einmal mit dem Abblendlicht bzw. Tagfahrlicht hier an der Ecke. Da an der Ecke, Blinker, ich zeige euch das alles nochmal, sieht man super, ja. Und die hatten meiner Meinung nach ein kleines Problem, und zwar das Abblendlicht, das blendet wie Sau. Jetzt haben wir neue Scheinwerfer, wo das Problem eventuell behoben ist. Kommt mal mit rüber, das zeige ich euch mal ganz kurz hier drüben. Und zwar packen wir die ganzen Dinger hier mal aus. Haben wir hier, wie gesagt, niegelnagelneue Scheinwerfer, anschlusstechnisch alles dasselbe Prinzip. Aber schaut euch das Ganze mal an. So, so sehen die Teile aus. Und das Geile ist, das ist das Abblendlicht. Und das soll wohl eine Linie werfen, geradeaus. Nicht mehr so ein Kreis quasi, so dass wir den Gegenverkehr blenden, sondern eine Linie. Das werden wir später am Garagentor nochmal demonstrieren. Die Dinger haben kein Prüfzeichen. Ich habe zumindest nichts gefunden. Bei dem anderen war ja zumindest so ein Pseudo-E-Prüfzeichen drauf. Hier ist nichts drauf. Das heißt, wenn der TÜVler das beim nächsten TÜV irgendwie kontrollieren sollte, kommt ihr mit den Dingern wahrscheinlich nicht durch. Aber ich werde die trotzdem verbauen. Ich werde es euch trotzdem zeigen. Dafür würde ich sagen, bauen wir jetzt erstmal eine Seite ab, bauen eine Seite drauf und dann können wir das vergleichen. Ich zeige euch vielleicht auch nochmal die Verkabelung. Ansonsten blende ich euch aber hier oben nochmal das Video dazu ein. Denn hier habe ich auch ganz genau gezeigt, wie man das zu verkabeln hat bei den Scheinwerfern. Ich würde sagen, ich löse das Ganze und dann zeige ich euch das nochmal auf dem Tisch. Der Vorteil, den ich jetzt habe, ist, ich habe ja alles vorher schon verkabelt gehabt, ne? Beziehungsweise wir haben ja hier einmal den Stecker, der ist auch original, der passt, da müsst ihr nichts machen. Wo ihr was machen müsst, ist dann halt für Blinker und für Tagfahrlicht. Die sind eigentlich lose. Ich habe mir da so einen Stecker zusammengebaut und habe auch jetzt das Gegenstück schon am Quad dran. Das heißt, ich brauche jetzt bei dem hier eigentlich auch nur noch genau dasselbe machen, und zwar gucken, was ist Blinker, was ist Tagfahrlicht, mir einen Stecker dran bauen und dann kann ich das anstöpseln, ja. Und ich bin der Meinung, lass mich ganz kurz mal überlegen, ja, okay, jetzt sehen wir, jetzt haben wir hier zwei verschiedene, das ist natürlich nicht so cool. Jetzt haben wir nämlich bei dem ein grünes und rotes Kabel und bei dem haben wir ein gelbes und rotes Kabel. Also ich denke mal, das rote Kabel wird wahrscheinlich genau dasselbe sein. Das Gelb haben sie jetzt halt hier grün genommen, keine Ahnung warum, aber das grüne Kabel müsste tagfahrlich gewesen sein. Ich werde das auf jeden Fall nochmal checken, euch dann gleich auch nochmal mitteilen. Ich baue mir jetzt auf jeden Fall den Stecker hier dran. Auf dem einen habe ich es schon, auf den anderen mache ich es jetzt. Und dann kann ich es eigentlich schon wieder anstöpseln, dran bauen. Also es ist mega easy. Wenn ihr schon die neuen Scheinwerfer drauf habt, dann habt ihr echt gar keinen Stress. Und selbst wenn ihr noch die alten drauf habt, den einzigen Stress, den ihr haben könnt, ist eben, dass ihr gucken müsst, dass ihr Blinker irgendwie angeschlossen bekommt. Und falls ihr keine Tagfahrleuchten habt, da muss man das über die Batterie machen, aber da ist auch eine Anleitung dabei, das erklärt sich eigentlich auch alles von alleine. Aber checkt das Video, wie gesagt, was ich vorhin eingeblendet habe, nochmal aus, da habe ich es auch nochmal so ein bisschen erklärt. So, Stecker zusammenbauen zeige ich euch jetzt nicht, das mache ich selber. Krimpwerkzeug habe ich dafür, hier so eine Platte, beziehungsweise mit ganz vielen verschiedenen Steckern. Ich brauche jetzt hier so ein Zweier, das werde ich hier alles dran machen und dann kann es losgehen. Wie gesagt, dann sieht es später so hier aus. Ja? Ist, glaube ich, selbsterklärend. Also, wir haben nochmal nachgeguckt. Das rote ist auf jeden Fall das Tagfahrlicht und das andere, in dem Fall grün, in dem anderen Fall gelb, ist der Blinker. So, jetzt ist jetzt natürlich eine wichtige Frage, ob weiterhin die Original-Plastikverkleidung, weil die brauchen wir schon, man kann die nämlich separat mitbestellen, habe ich gesehen jetzt bei dem Scheinwerfer, ob die immer noch passen. Die muss man so ein bisschen anhebeln, das ist auch manchmal gar nicht so einfach. Einfach so ein bisschen aufziehen, weil die sind eingeklippt und dann muss man die versuchen hier rauszuziehen. Ja, guck mal, ob wir das jetzt noch hier in einer anständigen Zeit vor der Kamera hinkriegen. Hier oben noch, ja, perfekt. So, und dann habt ihr die schon ab, dann kann man die vielleicht einmal sauber machen und dann halt auf die andere drauf. Ich gucke jetzt mal nur, also von der Form her sieht das eigentlich schon gut aus. Ich denke, das wird nach wie vor auch passen. Dann habt ihr nämlich die Verkleidung auch schon mit drauf. Und ja, sieht dann einfach schön aus. Man kann es auch ablassen, aber man hat dann halt hier einfach den Rahmen. Den verdeckt man natürlich damit. Die haben wir sowieso also drauf damit. Ich mache das Ding jetzt kurz sauber. Dann setze ich es drauf und dann verkabel ich bzw. schließe ich eine Seite schon mal an, dass wir einen Vergleich haben. Und zeige euch dann am Ende auch beides fertig montiert. Aber die Dinger haben ein paar richtig coole Features. Das habe ich, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Wir haben hier auch ein Begrüßungslicht drin, eine Begrüßungsleuchte mit so einer Animation und auch die sequentiellen Blinker.
die Laufblinker. Auch sehr, sehr geil. Aber zeige ich euch gleich. Wie gesagt, ich mache das jetzt mal kurz sauber. Was auch noch wichtig ist, was wir nicht vergessen dürfen, sind die Gumminoppen. Die macht ihr dann natürlich vom alten Scheinwerfer wieder ab und steckt die dann quasi an eure neuen wieder dran. Ja, auch selbsterklärend. Ihr habt hier diese Plastikringe. Da kommt dann diese Gummidichtung drauf. Zack, fertig. Jetzt können wir es eigentlich auch schon festschrauben, ja? Die eine haben wir abgemacht. Es ist auch eigentlich nur eine einzige Schraube, die ihr habt, mit einer Zehnernuss. Macht ihr das Ganze wieder fest, beziehungsweise am besten halt vorher erstmal anstecken. Und zwar Originalstecker. Und das ist der, den ich mir selber gebastelt habe. Das könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ich habe es halt mit einem Stecker gemacht. Ist halt ein bisschen ordentlicher, ne? So, und dann wird das hier unten eingehakt. Hier und da vorne. Komm, einmal rein mit dir. Das ist so, bisschen hin und her drehen, dann passt das. So, und dann können wir hier auch hier oben die Schraube reinmachen. Ich hoffe, die sieht man. Das ist, wie gesagt, die einzige Schraube, die den Scheinwerfer festhält. Den drehen wir fest und fertig. Das Ding ist jetzt durch. Kannst gerne mal drauf zeigen. Das sieht jetzt so aus von vorne. Ich glaube, da wird man jetzt noch nicht so den riesen Unterschied erkennen. Aber man sieht halt hier schon Tagfahrlicht. Kommt von unten, geht bis hier hoch. Und auf der anderen Seite ist es halt nur die Ecke. Ich sage euch ehrlich, ich fand das Design schon mega, mega geil. Aber das hier gefällt mir auch ganz gut. Und jetzt zeige ich euch mal die Begrüßungsleuchte. Ich hoffe, die Kamera fängt das ein. Ansonsten müssen wir es nochmal aufnehmen. Und das sieht doch mal mega, mega nice aus, oder nicht? Also ich finde es sehr, sehr geil. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr an- und ausmacht, habt ihr diese Begrüßungsleuchte. Also so eine Animation einfach. Und dann ist das Tagfahrlicht an. Jetzt haben wir auf jeden Fall mal kurzes Licht für euch ausgemacht, weil ich möchte euch mal am Garagentor jetzt zeigen, wie die Streuung vom Licht ist. Gerade einmal Richtung Garagentor. Und jetzt schaut einfach mal, links ist wie gesagt original, beziehungsweise die neue, und rechts ist die alte neue. So, machen wir mal an. Und ihr seht, während ihr rechts quasi so einen Kreis habt, habt ihr halt hier links durchgehend so eine Linie. So wie es eigentlich auch sein sollte. Das heißt, alles hier überhalb blendet nicht mehr. Und hier seht ihr halt, wie krass das streut, und das hat halt immer den Gegenverkehr geblendet. Das ist schon so, wie es eigentlich auch sein sollte. Also da kommen wir schon sehr einem Originalscheinwerfer ran, und da bin ich gespannt. Wie gesagt, das wird in Zukunft wahrscheinlich niemanden mehr blenden. Was aber auch noch sehr geil ist, was ich euch auf jeden Fall auch zeigen muss, sind die sequentiellen Blinker. Jetzt passt auf, wir zeigen erstmal hier drüber, dann zeigen wir euch beides. Das sind die sequentiellen, also die Laufblinker, ne? Und ich weiß, in der Kamera, wir haben gerade eine Testaufnahme gemacht, das sieht man nicht so krass, aber ich finde, wenn man direkt von vorne drauf schaut, man hat halt einen viel größeren Blinker erstens. Man hat eine viel größere Tagfahrleuchte im Gegensatz zu der anderen. Ich würde sagen, ihr dürft einfach selber entscheiden. Was gefällt euch besser, rechts oder links? Ich finde das Design vom linken Scheinwerfer, ehrlich gesagt, wirklich sehr fresh. Vor allem hier in dieser Eckkante halt einfach. Das sieht schon cool aus, aber das gefällt mir halt auch wirklich sehr, sehr gut. Und vor allem halt der Fakt, dass wir in Zukunft niemanden mehr blenden, was wir nicht gezeigt haben, aber da kannst du auch nochmal aufs Garagentor kurz zeigen, ist nämlich das Fernlicht. Das sieht man aber auch so, denke ich, ganz gut. Das ist, wie gesagt, das normale Licht. Und jetzt schaut euch mal das Fernlicht an. Wir haben links einen viel größeren Kreis als rechts. Und genau das ist halt das Ding, genau so soll es auch sein. Fernlicht soll hell sein und das Abblendlicht soll nicht blenden. Ich würde sagen, ich mache jetzt die andere Seite auch noch fertig. Dann bekommt ihr das auch noch zu sehen. Und ja, dann gucken wir uns das mal fertig an. Ich hoffe, ihr seid bereit, Freunde. Beide Scheinwerfer sind dran. Und ich sage euch ehrlich, also ich habe lang gegrübelt, aber mir gefällt die Optik auf jeden Fall auch um einiges besser. Und jetzt schaut euch nochmal die Begrüßungslichter an. Wie schön das doch aussieht, wenn beide Lichter gleichzeitig angehen mit der Animation zusammen. Plus die Lauflichter, jawohl, man muss auch mal den Warnblinker betätigen können. Also ich finde es geil. Ich sage euch ehrlich, ich finde es richtig geil. Und was für mich wirklich ein Highlight ist, abgesehen jetzt von der Animation, das ist mega geil. Wir schwenken nochmal aufs Garagentor, ist nämlich das Licht. Ich glaube, das erkennt man sehr, sehr gut. Ich mache auch gerne nochmal hier das Lichtlein aus. Wir haben wirklich eine gerade Linie. Ich weiß nicht, ob man die einstellen kann. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht drauf geachtet. Aber wir haben hier eine schöne gerade Linie. Und ihr habt es vorhin gesehen, das andere Licht hat viel, viel krasser nach oben gescheint noch. Das heißt, so werden wir auf jeden Fall niemanden blenden. Die Fernlichter sind auf jeden Fall auch um einiges heller.
ja, beziehungsweise größer. Wirkt jetzt auf die Distanz vielleicht nicht groß, aber ein Fernlicht ist ja dafür da, da sollte das Tor auch nicht dazwischen sein. Umso weiter, umso größer geht das Ganze natürlich. Schreibt mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, wie gefällt euch der neue Anblick von der Yamaha Raptor? Ich sage euch ehrlich, ich finde es mega, mega nice. Und schreibt mir mal in die Kommentare, wir sind aktuell nämlich dabei, deswegen ist hier vorne auch noch so ein Spanngurt, dabei eine Seilwinde bei mir auf dem Pickup hinten zu bauen, damit ich dieses Schätzchen leichter draufgeladen krieg und wieder abladen kann. Wenn ihr dazu ein Video wollt, dann schreibt es jetzt unbedingt in die Kommentare. Abhängig davon werde ich ein Video drehen, okay? Falls ihr dazu was sehen wollt, schreibt es in die Kommentare, lasst ein Like auf jeden Fall da. Und wie gesagt, bewertet mal die Optik. Ich finde, das passt mega, mega gut. Kostet auch wieder um die 170, 180 Euro bei AliExpress. Ach, eine Sache gibt es auf jeden Fall. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber die Plastikabdeckung, die originale, die ist sehr wackelig. Zumindest beim rechten Scheinwerfer. Beim linken Scheinwerfer geht es eigentlich. Ich weiß nicht, ob das jetzt was mit der Kälte zu tun hat. Ne? Guck mal, hier ist es relativ fest. Und auf der anderen Seite ist es halt echt sehr locker irgendwie. Ich weiß nicht, ob es mit der Kälte zu tun hat, dass sich das irgendwie ausgedehnt hat oder so. Aber im schlimmsten Fall einfach hinten, das mache ich vielleicht noch ein bisschen Heißkleber drauf und dann ist es fixiert. Heißkleber, das hält. Und wenn man es mal abmachen will, kriegt man den Heißkleber auch wieder ab. Das war's von mir, Freunde. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, wie gesagt, Daumen nach oben da lassen, kommentiert was Nettes, abonniert den Kanal und ich würde sagen, wir sehen uns hoffentlich ganz bald wieder. Im Winter gibt es ein bisschen weniger Videos, aber es werden welche kommen. Bis dahin, euer Radtuner.